Grüß euch, liebe Freunde. Wir haben Dienstag, den 28.05. Ich blende jetzt einmal diese Politik-Scheiße. Kann man das sagen? Ich blende das aus. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann die vielen Lügen nicht mehr hören. Und ich gehe gleich über das, auf das nächste Thema, das, wie ich sehe, meiner Meinung nach total sinnlos ist. Wir schützen den Amazonas. Wir schützen die Regenwälder, wir unterschreiben. Jetzt Petition unterschreiben. Also ich sage euch was dazu. Oder was ich glaube. Ja, bleiben wir dabei. Ich glaube. Ich glaube, es ist sinnlos. Es ist so sinnlos wie die Kreuzeln, die man am Wahlzettel macht, wenn man Politiker wählt oder politische Gruppierungen wählt, wie auch immer. Ich sage, es ist sinnlos. Ich mache es aber trotzdem. Ja. Ich bin wählen gegangen, habe ich schon gesagt. Und ich unterschreibe auch hier, dass der Regenwald erhalten wird, obwohl ja jeden Tag, weiß ich, viele Fußballfelder abgeholzt werden. Weil ich glaube nicht, dass unsere Unterschriften da wirklich maßgeblich sind, diese Milliardengeschäfte einzubremsen. Da müssen wir uns mal ehrlich sein. Ob da jetzt ein paar Indianer sitzen und weinen oder nicht, ihre Heimat verlieren, aber lest euch das selber durch. Ich werde diesen Link natürlich oberhalb, wie immer, oberhalb, unterhalb. Ich werde das dazu hängen zu meinen Worten. Greenpeace. Tja, wenn wir da nicht auch wüssten, dass die von der Finanz gesteuert sind und auch nichts tun, weil es der Welt gut tut, sondern weil es dem Portemonnaie gut tut. Bleiben wir bei den Fakten, liebe Freunde. Ich blätter da jetzt auf dieser Petition herunter. Das dürfte recht einfach sein, das zu unterzeichnen. Name, E-Mail, Telefonnummer. Ja, ich möchte Greenpeace Newsletter. Na klar. Mal schauen, was die so alles tun, damit sie Geld verdienen. Mein heutiger Beitrag, ja. Wir scheißen auf Welt, Mensch und Umwelt. Oder so. So habe ich meine Seite hier genannt. Tja. Es wird nichts bringen, aber vielleicht irgendwann unterm Strich. Irgendwann. Gut. Habt einen schönen Tag. Bleibt fröhlich. Ich sehe gerade, es hat zu schütten hat aufgehört. Oder wie sagt man, es hat Kleinregnen. Zu Kleinregnen hat es aufgehört. Jetzt schüttet es richtig. Naja, gut, bleibt alle fröhlich, habt einen schönen Tag. Bis demnächst.